Ich habe gerade die Sounds mal ein bisschen, oder heute Vormittag mal den Sounds im Singleplayer ein bisschen rumgespielt. Aber man soll es ja auch in-game hören. So teilweise also, halt. Eben, weil eigentlich die Minecraft-Sounds kennt doch jeder. Ja, man sollte die trotzdem hören, wenn ich jetzt mal hier. Oh ja, gut. Wenn ich einen Block platziere. Das ist laut genug. Ich wollte da weitermachen. Boah, ey, ich bin mit dem Weh von Pflanzen. Was? Von dem bisschen Pflanzen? Darko? Ich hab ja meine ganzen Felder bei der Craft schon. Wo hast du? Darfst du weitermachen? Schon gesetzt, gepflanzt. Hier war ich stehen geblieben. Justin meinte, der kommt ja heute auch. Ja, nur ich könnte mir vorstellen, dass er erst 17 Uhr kommt. Entweder weil er es nicht gelesen hat oder weil er erst. Nee, er war gestern Abend oder vorgestern. Dann habe ich mit CO2 bei Eldercraft das Star Wars Rätsel gemacht. Gestern. Gestern, da war er noch. Da war er noch mal im VC drin und hat nachgefragt. Wir haben das Rätsel dann auch sein gelassen, weil das von 2018 war. Ja. Und da war ja die Hutwelt noch nicht. Also war das ein Reinfall. Warum Spaß gemacht hat es doch, glaube ich, trotzdem. Ja klar, das schon, aber war halt ein bisschen kacke, weil wir hätten schon gerne das Rätsel gelöst, denn an der Stelle, wo eigentlich hätte ein Schild sein müssen, war keins mehr. Und mich hätte mal interessiert, oder mich interessiert sogar, was bei dem Rätsel als Preis rausgekommen wäre. Im Forum steht drin, Sachpreise, also Verzauberungen, die du sonst so nicht bekommst. Also Mending oder wie? Ja, sowas zum Beispiel. Geld, Grundstücke gab es als Gewinn. Alles sowas. Das wäre ja voll geil gewesen. Also wenn Gewinnspiele sind, kriegst du halt wirklich Verzauberungen, die du sonst so nicht bekommst. Ja, ganz ehrlich, dann kannst du ja ein Mending-Buch für 50.000, 60.000 anbieten. Ich glaube nicht, dass du ein Mending-Buch kriegst. Du kriegst dann wohl eher bloß eine Picke, wo Mending drauf ist. Dann verkaufst du halt die Picke. Naja, aber warum sollte man die verkaufen, wenn man sich somit eine Picke holt, die sich automatisch beim Abbauen repariert? Ja gut. Ich würde die für mich dann behalten.
Weil die kann da drinnen dann sowieso keiner bezahlen. Und ich habe herausgefunden, dass sie auf Eldercraft noch eine VIP-Abbauwelt haben. Die einer normalen Welt entspricht. Ja? Wenn du die letzten zwei Sternfarben hast, kommst du in die VIP-Abbauwelt. Und die ist so groß wie eine normale Default-Welt. Sowas muss man halt erstmal wissen. Ja gut, selbst wenn du es gewusst hättest, hättest du es nicht gekauft. Nee, hätte ich auch nicht. Ich zahle keine 500 Euro. Also, da müsste mir echt ein Ei am Wandern sein. Ach so, da ist keine Kohle mehr bei mir drin. Schweinebacke. Und allein für diese 500 Euro können die sich ja... Was weiß ich jetzt, wie lang... Mehr als, ja, mehr als genug. Gut, Kamerad, da durch. Ach, es ist Nacht. Ja, noch nicht ganz. Das da will ich haben. Ne, ist noch keine Nacht, man kann sich noch nicht hinlegen. Pufferfische. So. Du hast abgeerntet, aber irgendwie ist in den Kisten kaum was drinne. Ja doch, zählt weiter gebeten, das Zucker übrig zu lassen, das ist in den Kisten drin. Ja, aber brauchst du was, sonst tue ich dir in die Kisten hier. Ach, geh doch ruhig traden. Übrigens, dein Kohlelieferant, der ist wieder frei. Kannst du machen. Ja, ich komme da jetzt nicht hin. Ich muss jetzt erstmal hier bauen. Ich sag's nur, weil wenn CO2 da ist, macht er den Safe wieder voll. Darum. Ich verstehe das sowieso nie, warum ihr euch jetzt auf immer die ganze Zeit dort aufhaltet. Erst hieß es, wir sollen Zeit lassen und dann habt ihr innerhalb von zwei Folgen dort... schon so viel gemacht. Ja, ich und weiß. Ich bin der Blöde, der die ganze Zeit in der im Dorf ist, also bei uns in der Stadt, dass die Chunks geladen sind, dass hier alles wächst und ihr erntet das ab und tradet das. Das ist, auch wenn es jetzt so rüberkommt wie Rumgeheule, aber für mich, ich finde das in meinen Augen kacke. Weil ihr das so sagt und dann haltet ihr euch nicht mal dran. Lagerfeuer, so. Das stimmt schon. Aber selbst wenn man sich beschwert, macht ihr weiter. 2, 3, 4, 5, 6. Bisher hast du dich nur bei mir beschwert. Nee, ich hab mich in der Ehenfolge bei euch allen beschwert. Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. Weil ihr euch da nicht dran haltet. Das. Scheiße, wie mache ich nochmal das Lagerfeuer? Das war mit Soul Sand. Und das andere mit dem Kohlestuhl. Oh, wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was? Ich komme wieder zurück. So.
müssen wir Weizenblöcke herstellen. Wofür brauchst du Weizenblöcke? Um das Lagerfeuer, den Qualm zu erhöhen. Macht das wirklich das? Ja. Wusste ich zum Beispiel auch schon wieder nicht. Wenn du heute aufnimmst, ich bin gerade dabei. Ja gut, war ja auch klar, sonst wären wir nicht drauf, aber die 50 schaffen wir heute locker. Ja. Oder sind wir schon drüber? Nein. Weißt du, bei welcher wir sind? 44 oder so. Okay, das wäre ein bisschen lange noch hinzustrecken, weil sonst hätte ich gesagt 50 Videos ist das Netherportal offen. So als Special. Da will wohl jemand in den Nether. Und du durftest das so. Ich kann auch wieder sonst was tun. Ich wollte sowieso noch was da hinten umbauen. Schafsgehege. Für jede Farbe ein Gehege. Nein, weil das. Doch. Hallo? Ich will nicht rückwärts. Die Gehege müssen ja nicht mal groß sein. Es reicht ja aus, wenn sie 5x5 sind. 4 Schafe drinne, fertig. Ja, aber trotzdem. Doch, mach, dann hast du was zu tun. Darum geht mir gar nicht. Wieso? Das ist doch einfach nur Schwachsinn. Für jede Farbe ein eigenes Gehege. Nein, ist kein Spaß. Dann nimmst du dir CO2 mit dazu, dann habt ihr beide was zu tun und kümmert nicht bei den Villagern rum. Ich bin doch kein Babysitter für CO2. Ich brauche 9 Blöcke, 7 hab ich. Wie wirst du damit auskommen? Ja gut, So, mit einem Stück komme ich nicht weit. Braucht da noch was? Glaubst du nicht, du hast minimal übertrieben? Nein. Ach du Scheiße. Diese Rauchwand. So. Willst du dir jetzt ernsthaft noch mehr vermehren? Ich habe einen ganzen Stack Seeds, den ich nicht mehr loswerde. Und warum? Weil ich für Dings abgeerntet habe. Weizen. Vor allem hier ist ein Huhn draußen. Nee, lass mich das doch machen. Ich hab Feuerzeug draußen. Das ist mir egal. Ich hol mir XP fürs Brennen dann. Dem wetten wir, du hast nicht mitgezählt. Sonst zählst du bei allen Sachen immer ab, nur gar nicht. Würde ich bei den Kühen auch nie machen. Reicht aus, wenn die Jungtiere jetzt hier leben, das sind genug. Guck, ein Muttitier, ein paar Jungtiere, 2 Muttitiere sogar. Reicht aus.
Ihr habt da was zu spielen. Pff, tun sie doch eh nicht. Das ist kein Modpack. Und nochmal Bodenmehl holen. Oh. Oh, das lohnt sich. Das da. Ach, und Dings ist die umgeändert, die Preise. Schau ich gleich mal. Shopkeeper. Das hast du auch noch schnell gemacht. Dann kann es auch deswegen gewesen sein, dass die Felder gewachsen sind. Das kann gut sein. Das hätte sicherlich auch ein bisschen gedauert. Nicht schon genug? Nee, mir fehlt noch. Mir fehlen noch zwei Blöcke. Was ist denn Conduit? Das, wofür du ein Herz des Meeres brauchst. Ach so. Das brauche ich nicht. Oh, scheiße, stimmt ja. Ich bin aus Versehen auf dem Feld gesprungen. Aber Eldercraft ist das nicht, ist mir auch schon passiert. Aber du machst das ja schon, habe ich gehört. Eins, ich hab nicht mal eine Ho. Du hast keine Frau? Keine Ho. Du hast keine Frau? Oh mein Gott. Hä? Ja, Frauen bezeichnet man auch als Ho. Vor allem die, die sich jeden an den Hals werfen. Und ihre Partner regelmäßig wechseln. Das. So. Dann brauche ich jetzt noch eine Frau. Brauche ich ein paar mehr davon. So. Ach ja, da war ja was. Die machen ein bisschen mehr Damage in diesem Vanilla. In diesem wunderschönen Vanilla. Chance vorbei. So. Ei. Oh, nee. Hast du Angst vor ein paar kleinen Monstern? Ich habe nicht Angst, ich habe Respekt. Außerdem habe ich nur noch zwei Herzen. Also, ich habe 10 Herzen, ich weiß nicht, was du hast. Ich könnte ja just for fun. Nö, aber vorher. Ich könnte ja just for fun noch ein Plugin drauf schmeißen, was. Womit du extra Herzen dir holen kannst. Für XP. Ja gut, jetzt würde das, glaube ich, noch keiner einlösen, aber später würde das jeder einlösen. Würde das jetzt keiner einlösen? Also, so wie ich Justin kenne, ich glaube, der würde als erstes auf Herzen gehen. Ja, gut. Übrigens, ein Zombie von dir aus der Mobfarm ist neben der Mobfarm gespawnt. Ja.
wenn es ihm gefällt. Vielleicht hat er die Schnauze voll gehabt von seinen Artgenossen. Weiß man ja nicht. Ich hab auch manchmal die Schnauze voll von meinen Artgenossen und gehe deswegen nicht außer Haus. Gehst du jemals außer Haus gefühlt? Ja. Kinder zum Bus bringen, Kinder vom Bus abholen, einkaufen. Gut, abgesehen von notgedrungenen Dingen, gehst du sonst einfach so mal raus? Nein. Doch. Müll runterschaffen, nach Post gucken. Das sind ja auch wichtige Dinge. Einfach mal so bummeln oder so. Ja, das mache ich auch, wenn meine Kinder da sind und das, wenn Wochenende oder Ferien sind und wir nichts zu tun haben. Und wenn sie nicht da sind? Nö, dann nicht. Guck. Dann investiere ich meine Zeit in Videos machen. Wow. Ich finde das klasse, was ich hier mache. Also, ganz ehrlich, du schaffst es auf allem, auf einem normalen Meterportal noch einen Deckel draufzusetzen. Ja. Sieht halt leider schon wieder geil aus. Oh, den brauchen wir. Den hole ich mir. Das und komm, ich habe keines Labs. Also, den dahin. Das da. Das und das. Aber bei Eldercraft hole ich mir in der Ehen-Welt doch kein zweites Grundstück. Hier in dieser Ehen-Stadt 40. Denn die Grundstücke sind entweder überteuert oder zu klein. Ja. Und die Person, die dort die Grundstück Preise festgelegt hat. Nee. Ich habe hinter der so Sneak-Anfälle gemacht, wo ich mit CO2 da war. Ja gut. Die stand erst AFK rum und dann auf einmal ist sie aktiv geworden. Ich weiß nicht, ob die da irgendwas Hartes von hinten angepiekst hat. Aber ich bin dann erstmal ganz schnell durchs Portal in die Stadt 40 gerannt. Ich bin ein High Creeper. Nein, du Arschloch! Stimmt, da war ja was. No Briefing ist ja an. Ja, hier unten bin ich halt auch noch nicht fertig, deswegen. Die können sich ja auch. Die Mobs sind ja mittlerweile so schlau, die verstecken sich ja im Dunkeln, wenn Tag wird. Und das haben wir aber schon seit 1.8 gemacht. Ist hier kacke gerade bei mir. So. Natürlich hat er die Holzzäune ganz zerstört, der Creeper. Finde ich ja sowas von klasse. Oh Mann, ey. Verbessern hier und dann bin ich fertig. So.
ich jetzt so. Noch mehr Zeit muss ich da ja nicht reinstecken. Rockstar, Dancer, Killer, Drop, Ball.